Hallo, hier zurück bei Remothered und nicht wundern, ich habe im letzten Part im Schrank aufgehört, da der Speicherstand aber, also wir haben ja gespeichert kurz bevor wir in den Schrank gegangen sind und jetzt, wo es so dunkel ist und der Speicherstand ist direkt vorm Spiegel, deswegen überlege ich gerade, vielleicht sollte ich nicht unbedingt gleich flüchten. Opi Felten kam ja nicht gleich um die Ecke, ich versuche mal. Er hinten im Flur, am Ende steht da dieser Paravent, mich mal kurz dahinter zu verstecken. Ja, das ist der Plan, ne? Ich wollte es euch nur kurz, nicht, dass ihr euch wundert. Ich weiß aber nicht, ob das die beste Idee ist. Ach du Heilige. Ich schleiche gerade nicht mal. Weißt du, was gerade das größere Problem ist? Ich sehe nichts. Doch jetzt, ich glaube, ich bin hinterm Paravent. Mein Problem ist, sieht der Typ genauso wenig wie ich? Ich freue mich übrigens, dass ein paar Leute das gucken. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr verwundert, dass dieses... Also ich bin schon verwundert. Horrorspiele ist ja nicht für jeden was. Oder so Survival-Sachen, so guckt ja auch nicht jeder. Aber auch das Spiel. So irgendwie fragen mich auch alle, Annika, was spielst du da? Und ich so, ja, na, ein Horrorspiel. Ist rausgekommen, ist voll cool, kostete 15 Euro. Und dann, kenne ich gar nicht. Ist irgendwie... Spielt das irgendjemand anderes auch? Ich weiß es nicht. Eigentlich bei guten Spielen stürzen sich eigentlich immer alle drauf. Ne? Bei guten Survival-Horror-Spielen. Der Robert hat einen guten Vergleich, glaube ich, gebracht mit Alien Isolation. Sag mal. Okay, der ist hier schon. Und ja, ich versuche mir nicht nur auf die Musik tatsächlich zu vertrauen. Ich besitze Alien Isolation sogar in einem riesengroßen Paket sozusagen. Mit allem drum und dran. Aber ich habe es einfach noch nie geschafft, mal zu spielen tatsächlich. Scheiße, ich bin mir so unsicher. Das Ding, meine Frage ist jetzt gerade, ich würde ja gerne die Taschenlampe anmachen. Inwiefern Obi auf Taschenlampe reagiert und auf Licht. Hat jetzt auch Licht? Läuft der auch im Dunkeln rum? Ist er gerade genauso verwirrt wie ich? Fragen über Fragen. Annika hat Fragen. Ja, und ich freue mich wirklich, dass du, Ach du Scheiße. Jetzt wird's witzig. Weil man muss ja schon sagen, es ist kackendunkel. Und ich hoffe, es funktioniert unten. Ich habe hier irgendwie total wegen meiner Brille und allem und der Softbox und ich habe schon versucht, das Rollo dort zu machen, irgendwie wie so ein Zwielicht. Das ist super ätzend. Ich bin gerade im Überlegen. So groß ist das Licht jetzt aber auch nicht, ne? Also es ist okay. Ich bin am Überlegen, doch ein bisschen Kamikaze zu machen. Zumindest um nach unten zu kommen, ne? Also mein Plan ist der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sehe nicht mal was. Hat man das... Oh, 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 warten Sie, Obi, warte, warte. Übrigens sind wir... Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ich wollte gerade sagen, oh, da leuchtet ja eine Lampe. Ja, Treppen sind nicht dein Freund, das hat der Nordkommander gut erkannt. Ich würde ihn, glaube ich... Haben wir noch was zum Ablenken?
Also zum Schmeißen. Oh, ne, haben wir nicht. Ich habe vergessen, mir was einzupacken. Und ich glaube, wir sterben. Oh, ich würde lieber... Wow! Nenn mich doch nicht Bitch! Hier sind Kerzen. Ich war so... Oh Gott, was war ich gerade? Nee, das auch nicht. Aber du kannst gar nicht schon lange. Ja, eigentlich schon. Dachte ich wirklich. Sie kann dann... Sie kann rennen, ne? Sie kann... Jetzt... Er sieht uns nicht mehr. Oh Gott, ich muss das nutzen irgendwie. Scheiße, scheiße. Jetzt, okay. Ich hab's gut genutzt, nämlich gar nicht. Tut mir leid, ich war zu... Ey, ey, geh mal weg. Hau mich nicht. Hab ich nichts mehr zum... Ich hab nichts mehr zum Schmeißen, ne? So, Plan B. Plan B ist... Ging flott. Ging besser, als ich dachte. Okay. Das hat nicht viel geholfen, das tut mir leid. Ich muss, glaube ich, wieder die Treppe hochrennen. Hoppi! Oh, dir geht's das wohl schlechter. Dem geht's gerade selber schlecht, das ist ja witzig. Uns ging's doch eigentlich so schlecht, das hab ich schon wieder völlig vergessen. Das Ding ist, ich müsste das eigentlich irgendwo machen. Ja, ja. Wo uns eigentlich nicht sieht, ne? Wartet. Come on! This is not funny! Holy moly! Ich muss sagen, ich finde, das macht unglaublich Spaß. Also ich bin nicht frustriert, wenn er hinter uns herrennt. Überhaupt nicht. Man muss tatsächlich ein bisschen mitdenken, glaube ich. Und ich darf nicht vergessen, immer was... es bringt schon was, ne? Also wäre um die Ecke... Psst, 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 psst. Was, Marie? Psst. Es bringt schon was, ihn mit was zu beschmeißen. Gar nicht mal so schlecht. Ich brauche auch nicht unbedingt die Lampe anhaben. Habt ihr gesehen, das hinten der Raum, da wo man den Strom anmachen kann? Hoffentlich. Ich habe... Oh Gott. Ich glaube nämlich nicht, dass wir den Strom anmachen können. Schön, dass wir schon mal hier unten sind. Ich könnte gleich mal gucken, ob wir schon den Schlüssel hier bekommen. Richtig gut, Annika. Richtig gut. Ich bin gerade von mir überrascht, dass ihr das so... So, jetzt würde ich mal ganz kurz... Nee, das ist falsch. Das ist falsch im Inventar. Okay, wir können noch einen Gegenstand aufheben, tatsächlich. Okay, nee, so einen Gegenstand will ich nicht. Ich hätte gern so einen... Da stand... Oh Gott, ich habe mich wirklich sehr erschrocken, muss ich sagen. Sie ist tatsächlich... Oh Gott, fuck. Gott, ich erschreck mich immer. Aber habt ihr gesehen, da war kein Punkt. Ich glaube, der kommt gerade hier runter. Was war Heather Farm. Ich habe es ja schon vermisst, zu singen mit Herrn Felden. Alles gut. Wann ist der Auslöser? Dass ich Licht angemacht habe, dürfte er eigentlich nicht sehen, ne? Eigentlich sind da die Türen zu.
können wieder. Okay, dann. Dann Anna. Er gibt mir schon ein bisschen auf den Sack. Ist auch geil, dass sie. Ich muss sagen, was ist denn das? Noch eine Flasche. Okay, jetzt haben wir zwei. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass sie Sachen aufnimmt, obwohl es dunkel ist. In anderen Spielen. Horror. Gerade in Horrorspielen wird oft das ja auch so gemanagt, dass. Wo kommt denn das Licht da eigentlich ab? Was, seht ihr das? Das ist Nebel. Das ist ja so gemanagt, dass du nichts aufheben kannst oder machen kannst ohne Taschenlampe. Ach du Scheiße. Aber er ist über uns, ne? Gott, ich erschreck mich immer so. Ich erschreck mich davor, dass er so... Ja, dass er über... Was ich interessant fand beim Rendern, die Szene, wo wir uns versteckt haben und er dann an uns vorbeiging und als er zurückging uns dann da, ne, weil ich konnte da nicht raus, aber dass er einfach nur die Tür aufmacht und dann wieder weggeht. Das ist eigentlich gut zu wissen, tatsächlich. Dass er manchmal einfach nur eine Tür aufmacht, das irgendwie, weiß nicht, fand ich ganz interessant, so an seinem Muster, aber okay. Er ist nicht hier unten. Und ich gehe mal in den Schleichmodus. Ich weiß. Ach, das ist noch ein Seil dran, weil ich die Tür noch gar nicht entriegelt habe. Ich weiß, ihr seht, ich sehe genauso viel wie ihr gerade. Nichts, eigentlich. Über uns sein. Was ist jetzt gerade passiert? Habe ich die Tür zugemacht? Muss mal kurz Lichter machen, sorry. Ja, tatsächlich, ich habe die Tür zugemacht. Das ist ganz interessant. Ist das immer, habe ich... So ein blöden Zufall, dass immer dann er in der Nähe ist. Ich glaube, ich muss mal das Seil hier entfernen. Weil ich tatsächlich finde, dass das eine gute Ablenkungsstrecke ist. Ach so, so ist das gemeint. Okay. Nee, falsch. Was ist denn mit dem Seil? Ah, ist platzierbar. Also könnte ich auch eine Tür wieder zumachen oder wie ist das gemeint? Hier draußen war eine Couch, ne? Warum ist das schwer, wenn man nicht sieht? Okay. Alter, ich muss das Licht anmachen. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, der läuft jetzt gerade da lang, wo wir hin müssen. Ich kann mir schon vorstellen, dass bevor der letzte Patch rauskam, irgendwas sollte ja nicht sehr gebalanced-mäßig gewesen sein. So, ich kann mir vorstellen, dass da Leute dran verzweifeln an so einer Mechanik. Gerade ungeduldige Leute, die dieses System des Versteckens und Panik haben, nicht nutzen.
Obwohl ich mich dann immer frage, warum spielen die so eine Spiele? Dass die das schnell verteufeln. Okay, ist okay, ist okay. Ich wollte doch gar nicht gehen. Geh mal nach oben, Opi. Geh mal zu deiner Mottendame. Ich weiß gerade ja nicht, wer das sein soll. Hat eigentlich die Haushälterin was hier noch mit? Mal Gloria. Ich meine, steckt hier irgendwie mit drinne? Weiß, rennt er hier immer so rum? Ich glaube, die Musik will mir sagen, dass er hier noch auf dem Gang ist. Ist gar nichts mehr. Okay. Ey, dieses Geräusch, ne? Das ist so. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe ein bisschen hier. Ich sehe ein bisschen Treppe. War oben eine Lampe an? Das Ding ist, hatten wir eigentlich. Hatten wir die Lampe an? Als er uns entdeckt hat, gerade vorhin? Gerade vorhin. Was bringt Matt nicht die ganze Zeit mit ihm? Verstecke zu spielen, oben. Bringt mir gar nichts, weil ich muss in den Raum da rein und versuchen... Ja, wir haben ja gerade gesehen, da hier geht ja noch gar nichts, hier unten im Keller. Jetzt ist er nämlich da hinten, wo wir hier hin wollen, Scheiße. Ich glaube, es ist diese Tür, die er immer aufmacht in dem Gang, wo wir beim letzten Mal so lange gelegen haben. Es tut mir so leid, dass ich hier so lange liege. Was soll ich machen? Ich traue mich nicht. Tatsächlich hat das was mit sich trauen zu tun, aber wie gesagt, es ist halt, auch nicht mein Ziel. Runter. Oh Gott. Scheiße. Und der Typ kann sehen, ne? Ich trau mich nicht. Scheiße, ich hätte es machen müssen. Der wieder aus der linken Tür raus. Ich hätte eigentlich laufen müssen. Scheiße. Ich hätte es nutzen müssen. Hä? Ist er gerade wirklich hier? Ja, oder? Ist hier schon gar nichts mehr tatsächlich? Vor lauter Dunkelheit? Hä, wo ist er denn? Ich dachte, der war doch gerade hier unten bei uns, oder? Oder? Oder hat einfach nur die Tür hier unten aufgemacht? Oder die war auf noch? Hä? Ich verstehe es gerade nicht so. Okay. Moment. Schnell wieder aus. Thank you.
Das Gemeine ist wirklich, dass er im Dunkeln sehen kann und wir nicht. Okay, er ist hier irgendwo. Das ist gut hier, das ist gut. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Fuck. Fuck. Oh Gott, und schon wieder. Ah, nein, 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 nein. Nee, tust du nicht, aber... Okay, das meinte ich. Warte mal, wir könnten ja auch mal den Trick hier versuchen. Oh Gott, Clarice. Wir sind schon mal näher dran. Hey, 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 hey. Wup, wup, wup. Oh, das ist Kleinkrümelerei hier, ne? Aber ich mag's irgendwie. What? Okay, ich habe ihn nur von Weitem gesehen durch dieses rote Licht. Ich sehe nicht mehr, ob er hier guckt. Okay, 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 okay. Dass sein Arm so... Oh, der schimmert hat. Oh, nein, nicht dahin. Ist nicht ein bisschen unrealistisch, dass sie vor sich hin murmelt? So, es can't be real. Und ey. Und er hier langläuft. Alter Schwede, gut. Wir schaffen das halt, ne? Sagt mal, bin ich hier wirklich versteckt? Wo bin ich denn hier überhaupt? Warum bewegt sich hier eigentlich alles? Und der... Er kreucht gerade um uns rum. Wo bin ich eigentlich gerade versteckt? Ich hatte die Hoffnung, dass das die Couch ist. Aber seit wann kann ich mich denn... Ich bin gerade sehr verwirrt, Alter. Geh doch mal weg, Opi. I just want to sleep. Nein, nein, geh doch schlafen. Alte Menschen brauchen viel Schlaf. Hört ihr das? War nicht auch ein Spiegel zum Speichern? Hört ihr das Geräusch? Das klingt wie eine Gitarre. Kann ich hier unten drunter eigentlich Lichter machen? Nein. Ich trau mich nicht raus, ne? Jetzt sind wir so weit hier. Ich bin gerade verwirrt tatsächlich, wo ich hier bin, so ein bisschen. Weil ihr seht das, seht ihr das? Ihr seht das, dass sich hier was bewegt, ne? Er regt sich schon wieder drauf. Wisst ihr, was ich cool finde? Dass immer, wenn er sagt, dass nichts zu essen da ist, es ist alles vergammelt, dass dann das nur sagt, wenn er... Ah, das macht das Geräusch. Wenn er in der Küche ist, das wäre cool. Bitte lass das Licht angehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss ehrlich sagen, hab ja nicht so dran geglaubt. Oh Gott. Das Gitter im Keller sollte nun offen sein. Geil. Geil. Gute Sache, gute Sache, gute Sache. Wir kriegen das hier noch hin, wir kriegen das hier noch hin. Muss mal kurz einen Schluck trinken. Ist vielleicht nicht die beste Idee, Kaffee bei so einem Spiel zu trinken, aber mir war so kalt und ich wollte was Warmes trinken. Tee ist keine Option. Doch schon, aber... So.
Was tue ich jetzt? Gehe ich gleich runter? Bräuchte man noch ein Gegenstand? Nein. Glaube ich. Ach, wahrscheinlich hat der Boden sich bewegt, ne? Und ich... Der Boden hat sich... Okay, ich dachte, das sah... Irgendwie sah das im Dunkeln aus, als ob sie... Das ist irgendwie ein Stück Schulter oder irgendwas. Okay, ich sag ja schon gar nichts mehr. Ich sag schon gar nichts mehr. Ich glaube, Uschi-Puschi läuft gerade den Flur lang. Lassen wir ihn mal. Soll er mal machen. Kann man nicht. Gut. Hier die Sicht wechseln. Jetzt kommt er nämlich aus der Tür raus, aus der wir gerade rausgekommen sind. Know your enemies, huh? Know your enemies. Okay. Maus-Action. Keine Maus-Session. Wird zu witzig, wenn er den Strom wieder ausmacht. Where did I put the damn pills? Ich will mal dahin gucken, wo ich ihn höre. Das ist total Unsinn. Also mit meinem eigenen Kopf sozusagen. Ich glaube, das Gute ist, wenn er... der Po. Wenn er... Dieses Quicktime-Event mit der Maus kommt wirklich nur, wenn er wirklich die Vermutung hat, dass wir da sind. Ich glaube, gerade weiß er gar nicht mal, dass wir hier sind. Das ist ganz gut. Okay. Ich würde es wagen. Ich glaube nämlich, er eiert. Er eiert da in dem Gang jetzt rum. Fu. Ich muss jetzt rennen. Der hat uns nämlich entdeckt. Wir machen wieder Kellerschrank-Action, ja? Komm, Mäuschen. Das wird. Das ist hier der beste Ablenkungsmanöver tatsächlich. Gut. Jetzt entdeckt er uns. Jetzt sind wir nämlich schon. Oh Gott, hier unten. Dann sind wir schon mal hier unten. Was soll... Ach, der Uhrschlüssel. Ich hoffe, das ist der Uhrenschlüssel. Es sieht aber sehr nach einem Uhrenschlüssel aus. Nein, nicht jetzt, Rosemary. Nicht jetzt. Das kann schon Vorteile haben, doch zu rennen. Diese Zeitspanne zwischen, dass man das Gefühl hat, er geht wieder weg, aber dann kommt er tatsächlich, ist immer... Ah, die ist... Hängt immer sehr am seidenen Faden tatsächlich. Ach, Rosemary, alles gut. Doch schon, aber es ist alles gut. Aber er ist oben, ne? Oh Gott, die Tür ist auf. Schweinehund hat wirklich die Tür aufgemacht. Machen wir so zu. Tschüss. Kommt der sofort runter, er rennt. Hier ist die Tür auch auf. Liebt der nicht. Oh, guck mal. Ja, wir holen den Schlüssel. Ja. Was liegt da? Nee, so ein Gegenstand will ich nicht. Ich glaube, der Herr ist auf dem Weg zu uns. Okay, ich mach mal kurz den hier. Ich glaube, er kommt gerade zu uns. Wow, ich hätte nicht gedacht, wenn so viel rum hier verstecke,
Wir haben das Licht wieder an und wir haben den Uhrenschlüssel. Das ist sehr, sehr gut. Also müssen wir am nächsten Part wieder nach oben und zur Uhr. Und wir haben aber noch den Film im Inventar. Ich bin sehr gespannt, was man auf diesen, so einer Hypnosesitzung sein. Ich bin sehr gespannt, was wir dort sehen werden. Ach, ich bin auch sehr froh, dass wir den Schlüssel haben. Sehr gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Remothered. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.